Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grauer Wolf. In diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ihr mit ILS landen könnt. So, dazu gehen wir auf die Weltkarte, legen unseren Flug fest. Ich habe mir jetzt von Düsseldorf nach Paderborn gesucht, aber normalerweise ist es ja so. Jetzt so sieht es bei euch aus, wenn ihr euren Flug festgelegt habt. Ihr habt schon gesehen, hier gehen wir dann auf IFR, unterer Luftraum oder oberer Luftraum. Je nachdem, wie lange ihr fliegen wollt und wie hoch, müsst ihr das festlegen. Können wir gleich noch einstellen. So, jetzt haben wir hier Wegpunkte. Und hier oben haben wir jetzt andere Sachen noch. Dann gehen wir zu unserem Zielflughafen und schauen, ob das gut aussieht. Ja, das sieht doch gut aus mit der Landung. Kommen wir auch richtig drauf. Manchmal haben wir auch das Problem, dass wir ILS weiß nicht was machen und dann kommen wir mit zwei Landebahnen. Dann kommt er hier drauf und dann geht er auf die andere Landebahn so ganz komisch rüber, was nicht funktioniert. Am besten hinzoomen und schauen, ob es geht und genau. So, wir könnten jetzt von hier auch starten, aber wir wollen schnell starten, deswegen machen wir es so. Dann können wir natürlich unsere Höhe festlegen bei Navigationslog. Können wir unsere Höhe festlegen. Ich will auf 11.000 Fuß zum Beispiel gehen. Jetzt seht ihr, man schon eine Reiseflughöhe. Gehen da runter und dann zack. Wir können auch, also wie ich 5.000 machen. Klar, es sollte schon irgendwo passen mit der Höhe. Ich mache jetzt einfach mal 8.000. Machen wir 11.000. Ja, vielleicht kann ich noch was zeigen. So, machen wir 11.000. Haben alles eingegeben. Düsseldorf, Lippstadt. Und genau. Dann würde ich sagen, fliegen wir los. Und nach dem Intro geht's auch los. So, wir sind im Flugzeug bei Düsseldorf und genau, wir haben jetzt die IFR-Freigabe angefordert bzw. selber gemacht am Gate und dann müsst ihr schauen, wie hoch ihr euch steigen lässt. Uns lässt ihr jetzt auf 11.000 Fuß steigen, aber manchmal auch auf mehr oder weniger lässt ihr uns steigen, genau, und dann müsst ihr halt schauen, wie hoch, und dann tut er es nochmal höher machen oder halt nicht und so weiter und so fort. So, würde ich sagen, starten wir mal. Na komm. So. Irgendwie driftet er immer nach links ab bei mir, auch bei Landung. Ich verstehe nicht warum. Ob das echt am Flight Simulator liegt oder am Fly-by-Wire-Mode. Auf jeden Fall driftet er immer ein bisschen ab. Naja, ist ja doch nicht so wild. So, machen wir die Map mal auf. Und wenn wir mal automatische Flugkontrolle aktivieren und den Autopilot gleich noch mit. Genau. Und am besten nochmal das die Enteisung. Also hier ist in dem Flugsimulator 2000 gespielt und 2004. Aber ich muss sagen, die Grafik, die ist einfach umwerfend auf dem Thank you.
Was mit dem Swag, Alter? Nein, nicht nein. Jetzt. Ah, so, da haben wir den falschen Swag drinne. So. Jetzt sollte es passen. Also ihr seht es auch, wir werden gleich hier die Kurve drinne haben, die wir gehabt haben hier, damit wir dann hier in Lippstadt schön landen können. Genau. Okay, dann wird jetzt erstmal nichts mehr sein. Ich würde dann das Video jetzt kurz unterbrechen bzw. pausieren. Für euch, dass ihr nicht den ganzen Flug anschauen müsst und vorspulen müsst und so weiter und so fort. Ich werde mich dann oder ich werde gleich weitermachen, sobald es dann wieder weiter runter geht von der Flugsicherung, dass wir landen werden. Damit ihr euch dann zeigen kann, was ihr im Flugzeug einstellen müsst, umstellen müsst. Für die Landung, genau. Nur wenige Minuten später. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, wir sollen jetzt auf 5000 Fuß sinken. Dann werden wir dies tun. Und die Geschwindigkeit, ich bin jetzt extra schneller geflogen, damit wir eben schneller geht. So. Jetzt habe ich gesagt, wir schalten das jetzt ein, kurz vom Landeanflug. Wir sollen sinken, das heißt, wir werden jetzt im Landeanflug übergehen. Und genau, dann können wir hier FD einschalten, also den Flight Director. Dann können wir hier ILS Infoanzeige anzeigen, einschalten und Log und APR. Also wir können auch Log einschalten und später erst das hier, aber ich schalte es ein. Schaden tut es nicht und genau. So, dann gehen wir zum Luftbremshebel. Normalerweise ist er drinnen. Einfach nach oben ziehen. Ist ja draußen. Dass die Luftbremsklappen hier oben auf dem Flugzeug, erkennt man vielleicht ein bisschen hier, ausklappen dann. Genau. Wenn wir dann den Bodenkontakt haben. Und dann müssen wir noch die Bremse einstellen. Hier hat der automatisch bremsen sollen. Ich schalte die auf Mittel ein. Genau. Das war das erste, was ihr jetzt machen soll mit ILS, mit der Landung, dass ihr die Landung findet. Genau. Also ihr seht jetzt hier Alt Lock und hier unten das lilane. Als nächstes wird Lock hier irgendwo nachsteht, Lock stehen. Mit so einem Kästchen umrahmt, auch in grün und dann wird er bald GS auch noch finden und dann macht er eigentlich alles automatisch in Landeanflug. Er wird dann automatisch runtergehen. Ich weiß nicht, wenn wir auf 5000 Fuß bleiben sollen. Wenn nicht, dann halt gehen wir noch tiefer und dann wird er später automatisch runtergehen. Genau. So. Ansonsten. So, wir haben jetzt unsere ILS-Freigabe bekommen für Piste 24 und den Anflug. Und genau, jetzt fliegen wir hier rum halt, dass der Tower Bescheid weiß, dass wir landen wollen. Wir müssen jetzt auch keine Landefreigabe anfordern oder sowas. Normalerweise musst du den Flughafen suchen, wo du hin möchtest. Dann Landefreigabe bekommen und ankündigen oder keine Ahnung, halt je nachdem, welcher Flughafen das ist. Und das müssen wir hier nicht machen, das ist alles automatisch schon. Ja, sieht es hier auch ILS Runway 24, also quasi eine Piste 24 und genau, das sieht alles soweit gut aus. Bei dem Wetter jetzt hier, bei dem Wetter ist eigentlich ganz okay noch irgendwie. Nachts bei Sturm oder wenn alles bedeckt ist bis was weiß ich 3000 Fuß die Wolken sind. Dann freut man sich eigentlich, wenn man mit ILS landen kann und nicht irgendwie suchen muss, wo wir jetzt irgendwie landen können, genau. Da freut man sich dann darüber.
dass das Flugzeug eigentlich automatisch landet. Es ist doof, manchmal stelle ich so ein bisschen schief, da müsst ihr schauen, dass ihr mit der Heckflosse hinten gut einlenkt, aber will ich euch zeigen. Genau. Und ansonsten fliegen wir jetzt einmal runter. Sollte der aber irgendwie mag er nicht runter. So, jetzt geht's runter. Keine Ahnung, warum er gar nicht wollte. So, zur Not Flaps ausfahren und dann genau. So, also wir sehen jetzt hier der Landeanflug im Kreis, ist eigentlich super, wie wir es geplant haben auf der Map. Und ja genau, das ist eigentlich soweit, sieht das alles doch super aus, nur dass wir ein bisschen zu hoch fliegen. Ich weiß mal die Flaps ein bisschen aus, das war doof, aber wir haben langsam hier den Sinkflug bekommen, weil anders kommen wir nicht runter. Und wir sollten schon... die Maschine runterkriegen, weil hier unten soll man schon irgendwo auf 3000 Fuß dann sein, dass wir dann Lock und GS haben. Und das geht nur, wenn er ein bisschen runter geht. Flaps sind draußen. Ihr seht, wir verlieren schon Höhe. Das ist jetzt eigentlich ganz gut. Müssen wir ein bisschen mal nachhalten, wenn er nicht runtergehen möchte, müssen wir es halt selber runtergehen. Hier seht ihr, wohin er will, wenn er automatisch, also den ILS hat, wird er ungefähr hier sein, 130 und genau die Höhe von 3000. Wir werden automatisch runterfliegen, also müssen nicht die Nase runterdrücken und sonst was machen wie Autopilot. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir den Anflug mal anschauen, wie es funktioniert jetzt. So, wahrscheinlich müssen wir gleich eingreifen, wenn die Maschine jetzt nicht langsam auf 3000 Fuß runter geht. Aber werden wir es sehen. Mal ein bisschen näher hinzoomen, dass ich auch sehe, wie weit, weil... spätestens an dem Wegpunkt möchte ich schon mal auf 3000 sein.
Ich will das nicht runterziehen, dass die Leute denken, oh Gott, es geht zu Ende, aber auch nicht jetzt so wie, er geht gar nicht runter. Aber da müssen wir ein bisschen schauen immer, das ist halt ein bisschen doof manchmal. Gerade die kleineren Flüge, normalerweise können die auch haben meistens genug Zeit, wenn ihr zum Beispiel von München nach Ibiza fliege, öfter habt ihr so viel Zeit, da fliege ich dann gerade über Ibiza, über das Wasser noch mit 5000 Fuß. Wo ich mir denke, warum geht er so tief runter, was, wofür? Also ich bin ja früher mal ohne Eilis geflogen, weil ich nicht wusste, wie das ging, und muss sagen, mit ILS macht das Ganze bequemer, aber ohne ILS ist das eine größere Herausforderung, wirklich zu landen auf der richtigen Landebahn. Hat beides, finde ich, so toll, und beides ist auch irgendwo ein bisschen benachteiligt. Genau. Vielleicht kann mir jemand in die Kommentare schreiben, wie man die Uhrzeit auf die richtige ändert. Wir haben es jetzt in Echtzeit 14.07 Uhr, aber er zeigt mir immer hier 13 Uhr an. Aber ich weiß leider nicht, wie ich das irgendwie ändern kann. Nein, stopp. Also irgendwie schon alles probiert, aber vielleicht weiß es der ein oder andere und kann mir da in die Kommentare schreiben, wie ich das ändern könnte. Das wäre ganz cool. Ja, das sieht auch gut aus mit den 3000. Wo der fliegt auch echt irgendwie richtig schön langsam. Naja, okay. Gleich müsste jetzt die Landefreigabe kommen normalerweise. Und kurz danach wieder auch Lok haben und dann halt auch GS. Und genau dann sollte es hoffentlich gleich runter auf den Boden gehen. So, nochmal den Höhenmesser richtig einstellen. Und genau. Das ist nicht, nein. Das ist nicht Lippstadt, ich denke mir gerade, okay. Also hier müsst ihr auch ein bisschen die Geschwindigkeit im Auge behalten, nicht dass das jetzt irgendwie gerade zu knapp wird und die Maschine wie ein Stein zu Boden fällt. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ob das echt auch so ist oder nicht, aber manchmal fliegt die ja, wenn ich jetzt die Flaps aufmache, auf 240 hoch und 250 und dann geht er auch nicht mehr zurück auf langsame Geschwindigkeit, oder wie jetzt, er wird zu langsam, geht auch nicht schneller. Auch jetzt macht er ein bisschen mehr Geschwindigkeit in Triebwerken. Also es ist immer, ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt, ob es echt genauso ist in echt. Da kann ich nicht viel zu sagen, aber es ist mir auch aufgefallen. Das ist übrigens mein Co-Pilot. Das geht nur bei der stabilen Fly-by-Wire-Version, dass wir dann einen Co-Pilot haben. Aber ohne finde ich es langweilig, wenn man rüberschaut und da ist leer. Bisschen finde ich doof. Ob
du mich jetzt auch an und hingucke. Nein, okay. Neu für die Cockpitfarbe, schwarz-weiß finde ich die schöner als, oder cremefarben ist das, glaube ich, ist schöner als dieses Blau. Das Blau, das kann ich nicht mehr sehen, das war irgendwann so eklig, dass ich schwarz-weiß gemacht habe. So, wir sehen jetzt gleich, sind wir da. Also das ist Haxterberg Flughafen. Und genau, jetzt gleich wird der Lok finden und GS finden und dann werdet ihr sehen, der geht automatisch dann runter. So, ihr seht, da haben wir Lok und wir dürfen Tower aufrufen. Anrufen, funken, anfunken. So, und ihr seht, er hat auch GS gefunden, da vorne ist der Flughafen und er geht automatisch runter und wir bestätigen. So, jetzt gleich kommt noch die Landung selber, die Landefreigabe, wenn man den Landeanflug mit IOLS erteilt. Gleich kommt noch die Landefreigabe und dann, genau, landen wir eigentlich den Vogel. So, letzter Checkup nochmal. Wir haben Log, GS passt. Passt auch. Haben wir auch hochgezogen. Flaps sind draußen. Und damit denke ich, kann einer guten Landung nichts mehr im Wege stehen. So, wir gehen runter. Genau, das war schon eigentlich, das war schon das ganze Geheimnis mit dem ILS. Wie das funktioniert, wichtig ist halt, dass ihr Log einschaltet, APPR einschaltet und den Bremshebel hier, Luftbremshebel nach oben macht, werde ich gleich sehen. Dass diese Dinger, sobald wir Bodenkontakt haben, rausgehen, nach oben gehen, zum Bremsen. Genau, und dann halt Bremse, also hier noch einschalten, die Bremse. Und dann auch mal langsam die das Fahrwerk ausfahren. Ja, vielleicht auch noch ganz sinnvoll, oder? Okay, jetzt hätten wir es ausfahren sollen. Bing, bing, bing macht ja. Dann ist ausgefahren, deswegen passt das schon. So. Also seht, der geht natürlich ein bisschen über die Geschwindigkeit rüber. Geschwindigkeit am besten immer noch im Blick haben bei dem Ganzen. Da wir die jetzt gleich wegnehmen werden, hier den Schub. So, ich nehme jetzt den Schub komplett weg, damit wir eben langsamer werden, damit wir besser aufkommen. Und dann sollten wir landen. Okay, das war jetzt eine super schlechte Landung. Aber er hat auch nicht gesagt, wie tief ich schon bin, deswegen, aber okay, war jetzt echt eine richtig schlechte Landung. Wahrscheinlich mit der schlechtesten, die ich in den letzten Tagen hatte. Egal, ich war schon auf dem Boden angekommen, das wollte ich euch zeigen, oder habe ich euch gezeigt mit ILS und. Ja, bremst jetzt halt, so. Und das sind dann halt diese Luftbremshebel, wo ich euch gesagt habe, dass die jetzt ausgefahren sind. Und ja, genau.
Wenn die Maschine jetzt anhält, wenn die Flaps einfahren, sollten die sich auch wieder einfahren eigentlich. Machen sie aber nicht. Naja, okay, gut, die können wir automatisch einfahren auf jeden Fall. So. Wieder drinnen und das war dann schon das Ganze. Ja, komm. So, und das war dann schon das ganze Geheimnis, würde ich sagen, mit dem Flug und wie das funktioniert. Mit ILS zu landen, ihr habt gesehen. Einer, der sagt immer, was weiß ich, 500 Meter, 100 Meter und so weiter und so fort, hat er es nicht gemacht. Ich weiß nicht warum, ob ich es jetzt nicht gehört habe oder ob es jetzt echt nicht gesagt wurde, keine Ahnung. Ich glaube, er hat es nicht gesagt. Er kann auch sein, weil ich ihm Musik ausgeschaltet habe und ein paar Sachen, damit man besser die Stimme hört und nicht im Hintergrund noch das Gejaule vom Flugsimulator. So, die Landung war, glaube ich, nicht das Beste, aber egal und genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, ein Abo, würde mich sehr freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten und einen Kommentar, was ich besser machen könnte. Und ansonsten wünsche ich euch in Paderborn-Lippstadt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Grauer Wolf.